Ja, einen wunderschönen guten Abend zu SimRacingTV, heute zum neunten Lauf der RFA GT Saison 2012-13 live aus Laguna Seca. Mein Name ist nicht Lutz Enger, ich bin auch nicht 30 Jahre gejüngert. Mein Name ist Christoph Weber. Ich begrüße euch recht herzlich heute als Ersatzkommentator hier wieder bei der RSR. Ich freue mich riesig drauf und worauf ich mich natürlich wieder riesig freue, ist, gleich geht's auch in die Vorstellungsrunde mit ihm, unser Star-Moderator Jens Purkott. Wunderschönen guten Abend, Jens. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Christoph. Vielen, vielen Dank, dass du hier so kurzfristig eingesprungen bist. Naja, Lutz hat es ja irgendwie übel erwischt. Und fällt für heute Abend aus. Ich muss mal eben kurz was schreiben. So, alles klar. Ja, wir sind heute in Laguna Seca. Wer öfter zuschaut, meine Porsche sowas, der weiß, dass mich ein bisschen was mit dieser Strecke verbindet. Ich war letzten Sommer da, sehr ausführlich, habe mir das angeguckt, ganz alleine. War toll. Wir fahren ja heute, glaube ich, ein ziemlich geiles Rennen. Wir haben wieder 19 Fahrer am Start. Es zieht sich also weiterhin vor. Das erste Mal unter 20 in der Saison, glaube ich. Aber trotzdem wird das hier richtig heiß. Falls du mich suchst, ich bin auf Platz 5 und werde euch gleich mal die Strecke aus dem Cockpit wie üblich vorstellen. Ich hoffe auch, dass wie geplant gleich noch der Patrick Garbe zu dir stößt und dich dann tatkräftig unterstützt, der ja eigentlich ein aktiver Fahrer ist, aber momentan leider ein bisschen gehandicapt. Deshalb versucht er sich mal beim Moderieren. Auf jeden Fall, aber ein Grund natürlich, warum wir erstmalig unter 20 Fahrer sind. Die Männer führen ja auch ihre Frauen heute aus, ne? Am Valentinstag. Also, falls wir auch weibliche Zuschauerinnen haben, schönen Valentinstag euch. Wir können euch zwar jetzt keine Rose schenken, aber hoffentlich eure Männer, wenn ihr welche habt. Ja, und ich denke mal, ich spreche hier für alle einen Dank an alle Frauen, die Verständnis dafür haben, dass wir an einem Valentinsabend hier sitzen. Dazu dafür haben wir eine Menge, am Frauentag dann. Genau, dafür haben wir eine Menge krankheitsbedingte Ausfälle. So, aber ich gehe jetzt hier Richtung Startziel. Konzentrieren wir uns mal wieder auf die Strecke, die ist nämlich echt heiß. So, dann komme ich jetzt hier auf Startziel, die wirklich ja, keine übliche Gerade ist. Man, ihr seht das schon, das geht direkt hier hinten gleich berghoch. Links über die Kuppe, dann Berge runter. Scharf links hier an dem Körper lang. Bremspunkte, dann ganz tief in die Kurve reinbremsen. Und dann muss man sich hier rollen lassen, warten, bis man wieder zum Scheitelpunkt kommt, raus beschleunigen, kurz Gas geben, dritter, vierter, bremsen und dann eine Kurve, die viel, viel schneller aussieht, als sie eigentlich ist, aber hier kam ich jetzt einigermaßen durch. Dann eine sehr schnelle vierte Gangkurve, die ganz wichtig ist, viel Schwung mitnehmen. So, dann kann man einmal kurz durchatmen. Einmal wieder eine 90 Grad links, die so im dritten Gang ist, man kann sich hier richtig reinfallen lassen, raus beschleunigen. Und dann kommt einer der absoluten, ja, wichtigsten Punkt, eine blinde Kurve, muss man hier vom Gas gehen, hoffen, dass man hier den Körb trifft und nicht zu viel draußen im Dreck landet. Fliegt man nämlich ungewöhnlich ab und dann kommen wir zum Curse Crew. Hier anbremsen über die Kuppe. Dann lassen wir uns hier links aus dem Auto fallen, schmeißen das Auto nach rechts, schalten hoch und gehen wieder aufs Gas. Also eine sensationelle Kurve. Auch hier wieder warten, bis der Körb da ist, wieder Gas geben, hier außen den Dreck nicht berühren, dann dreht man sich sofort nach innen ab. Hier wieder eine schnelle Kurve. Und da sind wir schon wieder auf Startziel. Genau jetzt. Eng. Ja, so. Du hast gesehen, also eine kurze Strecke, die aber ganz, ganz viel Action bietet. Aber was sie nicht bietet, sind Überholmöglichkeiten. Ja, aber einige werden sagen, ja, aber da kann man doch überholen. Ich meine, im realen Motorsport klappt es ja auch. Ja, im realen Motorsport, da muss man aber auch sagen, da sind die eh manchmal ein bisschen plemplem, vor allem in der Corkscrew. Oder wie man auch so schön in Deutschland sagt, Korkenzieherkurve. Jetzt sollte man mich auch besser hören im Livestream. Ja, war noch zu leise eingestellt. Das haben wir natürlich behoben. Ja, schöne Wunderbar. Runde vom Jens. Im ja, also, Aston Martin DBR9. Du bist wieder mit deinem Fachwissen hier, es ist wieder unglaublich, das so kurzfristig und spontan, klasse. Du siehst meine Zeit da oben, der 19.3, ist natürlich immer schwierig, hier noch zu drücken, zu sprechen und sich zu konzentrieren. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen gleich im Qualifying,
16er Zeiten. Haben wir hier im Training häufig gesehen, in der Hotlap-Liste stehen da irgendwie drei oder vier Leute, so Kevin Flitsch, Dennis Erner, Dominik Smoll. Das sind so meine Favoriten auf die Pole da vorne. Nichtsdestotrotz ist hier auf der Strecke auch viel Erfahrung gefragt. Ich rechne mir ein bisschen was aus, vielleicht Top 5 wäre schön. Aber ich denke mal, zum Qualifying, Quatsch, zum Interview, bei dem du hoffentlich noch da bist, stoße ich nochmal dazu. Auf jeden Fall. Aber ich kann dir eins sagen, 1:23.333, Dani Pedrosa im Jahr 2006, Rundenrekord bei Motorrädern. Also du bist zumindest 4 Sekunden schneller als die Motorräder hier. Ja gut, aber, boah, nee. So schnell möchte ich hier nicht mit dem Motorrad fahren. So, ich lasse dich jetzt wieder allein, damit wir hier weiterkommen und switch mal ganz schnell rüber, stoß das Qualifying an und wünsche dir viel, viel Spaß. Vielen Dank, dir auch. Ja, Strecke... Werden jetzt so einige fragen, woher oder von welcher internationaler Rennserie, wenn wir jetzt im Qualifikationstraining sind, 15 Minuten, woher sollte ich die kennen? Erstmal American Le Mans Series, die ja mit LMP1, 2, LMPC, DTI Pro M und der GTC Klasse fahren. Hier gab es übrigens auch mal schöne letzten Runden, und zwar in der GT2-Klasse im Jahr 2009, wo sich ein Flying Lizard Porsche gegen eine Werkskorvette in der letzten 5 Minuten ordentlich gefightet hat. Und was kam? Letzte Kurve, die letzten Meter auf Start und Ziel, und dann schießen sich die beiden gegenseitig an die Korvette. Heftiglich hielt der Porsche da unbeschadet von weggekommen. Wie das Ganze letztendlich denn ausgegangen ist, das weiß ich nicht. Vielleicht kann mir das ja einer der Zuschauer ja schreiben. Und dann sind wir doch echt mal gespannt, wie das denn heute wird. Nicht wundern, wenn jetzt auch so Zuschauer dabei sind, die sagen, hey, da fährt doch ein Ferrari mit, warum ist er denn genauso schnell wie ein Aston Martin DDR 9? Das liegt einfach daran, für auch die neuen Zuschauer, Fahrzeuge sind hier alle auf einem Leistungsniveau. Das heißt, das ist so gesehen nur die GT-Klasse. Normalerweise wäre hier der erste Martin DBR 9, die Corvette C6R, der Lamborghini Murcielago R-SV und der Salin S7R die schnelleren Autos in Gegensatz zum Ferrari 430, Porsche 997 RSR, Spyker C8, Panos Esperante ALMS, Porsche 996 RSR und das müssten sie alle gewesen sein in der GT2-Klasse. Und hier sehen wir jetzt übrigens richtig schön, jetzt bildet sich da vor dieser letzten Kurve ein Stau, wenn wir da schon einen Lamborghini gelegen haben. Das wird heute häufiger vorkommen. Das vor allem an der Stelle. Fahrzeuge stehen. Denn das ist so eine berüchtigte Stelle, wo ganz, ganz schnell das Heck leicht sein kann. Und wer führt. Jetzt sind wir auch bei jetzt Tokor. Schauen wir mal, was er jetzt für eine Zeit fährt. Er hat ja gesagt 1:16 circa. Aber schauen wir mal, ob er sich schon mal auf Position 1 setzen kann oder nicht. Da werden es mir den Namen nicht so ganz geklappt. Das ist ja eine kurzfristige Sache heute. Aber das schaffen wir heute auch. Wie gesagt, Lutz Enger ist heute verhindert. Trotzdem schöne Grüße an Lutz, als er sich das im Nachhinein anschaut. 12 Minuten, wir sehen oben Zeit. Jens Buchert, beziehungsweise die ersten Fahrer allgemein, kommen gleich über Start und Ziel. Da haben wir zum Beispiel einen Ferrari 430. Und die erste Zeit ist eine 1:17.251 von den Kevin Flitsch. Ja, Jens Burkhardt ist auf die 2 vorgefahren. Mit 0,28 Sekunden. Also das geht jetzt. Zack, zack, wir sehen Robin Frischkopf. Jetzt haben wir einen Dominik Smoll auf der 2. Edgar Ostermann auf der 6. Zeigen wir auch mal die Fahrzeuge. So, immer den Jens hier. Hier haben wir den Robin Frischkopf. Dennis Volker auf der 7.
2 Sekunden hinter dem Dennis. Schauen wir mal, ob wir hier eine gute Onboard-Kamera finden. Natürlich finden wir eine. Und jetzt sind wir auf dem Weg von dieser Kurve zu der Kurve. Und jetzt achtet mal. Man sieht die Kurve so gesehen gar nicht. Es geht so leicht bergauf und dann geht es in eine leichte Senke. Und hier an der Stelle, wo der Robin eben durchgefahren ist, da hatte das Auto auch extrem leicht. Also da sind wir heute mal gespannt. Viele Fahrer sind da heute verabschiedet werden an der Stelle. Es wird keiner über diese Mauer fliegen, da ist, das kann ich euch versprechen, denn ich denke mal so erfahren die Fahrer hier. Aber die Kurve darf das auch sehr, sehr leicht. Dennis Erna, 1,17,145 schneller als Jens Pukort. Deswegen auch mal zum Dennis Erna. Er fährt hier einen Porsche 997 RSR. In der Realität ein GTE-Auto. GTE, das ist die ehemalige GT2-Klasse. Und das ist auch nicht mehr das aktuellste Modell von Porsche. Das aktuellste Modell ist der Porsche 991 RSR. Und wir sehen, Dennis Erna verbessert sich nochmal 1,17,076. Vielleicht schaffen wir noch die Zeit unter 1,17. Wir haben jetzt noch genau 10 Minuten Zeit. Noch keine Runde gefahren ist Jens Erna und der Michael Pregartner. Aber wir sehen, Jens Erna ist auf der Strecke fürs Monster Racing Team. Er hat hier eine Ferrari F430. Schauen wir mal, ob Jens Pukort rankommt an die Zeit. Ja, grün unterlegt im zweiten Sektor. Jetzt muss er es nur noch durchs Ziel bringen. Und dann hätte er die Pole. Und es reicht nicht. Es ist die dritte Position. Ja, und da drückt er auch sofort Escape. Dominik Schmoll. Schauen wir mal, ob er schafft, fährt hier eine Corvette C6R. Nein. Bleibt auf der vierten Position. Der Jan. Baschenis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgebrochen. Ich muss jetzt eben selber erstmal gucken. Fährt hier ebenfalls eine Corvette. Und hier haben wir einen Abflug von Robin Frischkopf. Und sowas passiert extrem schnell auf dieser Strecke. Obwohl, wir sehen, die Autozonen doch schon riesig sind, aber, ne, und hier passiert den nächsten. Ich glaube, das war wieder der Teamkollege von Robin. Hier haben wir Edgar Ostermann übrigens. Hi, Felix Lannick im Lamborghini Morselago. Ich ging hier richtig weit raus. Aber schon anderthalb Sekunden langsamer. Hier, das ist die Stelle, wo ich meinte, wo das Auto extrem leicht wird. Und das Heck dann doch schneller kommen möchte als gedacht. Weil ich denke mal, die Fahrer haben so viel trainiert, das wird nicht irren. Kai Felix Lannick haben wir natürlich auch einmal onboard. Mit. Nehmen wir aber nicht die Kamera, nehmen wir sie, denn da sehen wir rechts zum Beispiel kein Rückspiegel. Das ist so eine Neuheit. Sieht gar nicht mehr eigentlich so neu im Motor. Das gibt es schon seit 5 Jahren, glaube ich. Dass man hinten eine kleine 3,5 Zoll Kamera, glaube ich, ist das. Anbringt an der Heckschütze. Und dass man so gesehen, ja, eine Ansicht von hinten hat, von der Heckstoßstange, hat schon so einigen Fahrern, ja, das Leben gerettet, kann man das so sagen? Nee, eigentlich nicht. Es ist einfach sicher, weil manche kleben hinten, die die 24 Stunden Nürburgring zum Beispiel schauen, da werden ja die Hinterscheiben abgeklebt und, ja, kann man da auch nicht mehr gucken. Aber wir haben noch 6 Minuten. Und 35 Sekunden. Dann schauen wir einmal ganz kurz
ja, ins Reglement. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Qualifying bis ca. 21.05 Uhr, dann das Rennen 1 von 21.05 Uhr bis 21.20 Uhr, Rennen 2, also Rennen 1 ist so gesehen das Sprintrennen, Rennen 2, eine 5-minütige Pausierung dann von 5 vor halb 10 bis 5 nach 10, 40 Minuten, Qualifying 15 Minuten, freie Rundenanzahl und ja, für den ersten Platz beim Sprintrennen gibt es 12 Punkte und beim Hauptrennen so gesehen 16. Ein Punkt für die Pole Position, ein Punkt für die schnellste in Runde im Sprint. Punkte gibt es ab 5, also der zurückgelegten Renndistanz, ausgenommen Punkte für Pole Position und letzte Runde. Für weitere Informationen www.raceday-speed-acceleration.de. Da findet ihr alles, das Forum, wo ihr euch anmelden könnt, den Kalender. Die RSA Formel 1 ist ja auch im Gange. Da wieder am Montag ein Rennen. Und ja, da sind wir mal gespannt. Ne? Herr Felix Lanning bleibt auf der 14. Position. Wir schauen nochmal durchs Feld. Marvin Mefke haben wir auch mit dabei. Das ist der aktuell Führende. Das ist nämlich der Kevin Flitsch. Oh, Dennis Erner. Wenn er reinbekommen würde, da haben wir ihn. Ja, Ostermann auf die 9. Position verbessert. Der 3. Dominik Small. Jens Prokott auf der 4. Der versucht es nochmal. Aber es sind außer 5 Autos. Okay, sehen wir, ziehen wir Simrace die Formel ab. 4 Autos in der Box. Jetzt sind es nur noch 3, denn der Jens ist jetzt rausgefahren. Das heißt, von Position 1 bis 16 sind jetzt alle auf der Strecke. Und bei einer also Streckenlänge von ja nur gerade mal 3,61 Kilometer, ist das schon ordentlich voll, muss man sagen. 2,24 Meilen. Die wichtigsten Veranstaltungen MotoGP. Camp Car fährt sogar mit. American Le Mans Series. Die American Superbike Meisterschaft. Und die Strecke wurde übrigens 1957 erbaut. Jetzt achtet mal auf die Baukosten. 1,5 Millionen Dollar. Also, oh, jetzt sehen wir Jens Prokott, wie er das Auto zerlegt hat. Ja, jetzt schauen wir mal, ob er noch einmal in die Box fährt oder nicht. Zeit hätte er natürlich. Aber 1,5 Millionen Dollar, das ist eigentlich, ich weiß nicht, wie damals so preislich 1,5 Millionen Dollar waren, ob das schon viel war oder nicht. Aber man kann sagen, heute, das ist ja, ja, vielleicht ein paar Euro. Kommt vom Wert her, circa. Also, das ist ja fast nichts. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie damals so hier 1,5 Millionen US-Dollar da wert war. Kann natürlich alles sein. Im Bild haben wir jetzt den Steffen Auenstein, der hier eine Lamborghini Murcielago R-SV. Haben wir auch nochmal im Cockpit. Und hier sehen wir zum Beispiel, er hat kein, ja, Monitor. Jetzt werden sich einige fragen, warum? Ist das ein älteres Modell? Nein, man kann sich das via Upgrade-Menü im R-Factor kaufen. Dann hat man dieses Zusatzfeature. Aber der Stefan, der braucht das nicht. Ich hoffe, die präzise er einlenkt. Rechts dieser Knibbel, das ist übrigens wirklich der Schaltstock, den der
ist ja immer noch, ja. Und den gibt es auch noch nur, das Auto wird gar nicht mehr so bewegt, denn die Kia GT1 World Championship gibt es ja nicht mehr und letztes Jahr war es ja eine Kia GT3 Weltmeisterschaft, so gesehen, die ja als Kia GT1 ausgeschrieben war. Ja, die GT Sprint Series, sind wir auch mal gespannt mit GT3 aus, wie diese Idee von Stefan Ratscher wird. Auf jeden Fall, die Autos hier, die sehen wir eigentlich gar nicht mehr auf der Welt. Der erste Mal den DBR9 Corvette C6R. Berlin S7R schon seit 4 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Und ja, dieses formschöne Auto, der Morcelago von Lamborghini. Halt auch nicht mehr. Das Qualifikationstraining ist in diesem Augenblick beendet und wir sehen, Dominic Small führt aktuell mit einer 1:16.808 und übrigens der Kevin, der ist eine glatte 1:17 gefahren. 0:00 ist an der Box. Ja, Schnappzahl bis die letzten 3 Stellen, das heißt eigentlich, dass Kevin hier ja Kastenbier ausgeben muss. Aber wir sehen da Dominik, der will es nochmal wissen, der ist nochmal schneller. Vor ihm ist jetzt aber ein Fahrzeug, aber wie gesagt, dadurch, dass alles ja leistungsmäßig die gleichen Fahrzeuge sind. Also hier kann, ja, er fährt leider in der Box, aber er muss aktuell auch noch keine Sorge haben, denn hier haben wir Dennis Erner im Bild, im Porsche 997 RSR. Haben wir natürlich nicht die zweite Zwischenzeit von ihm gesehen. Die Strecke wird natürlich immer leerer, aber er fährt trotzdem weiter. Das ist für uns nur ein gutes Zeichen, dass die Zeit eventuell gut werden könnte. Jens Pukos sehen wir, fährt in die Box und es reicht nicht die dritte Position. 1:17.045. Dennis Erner bleibt auf Position 3. Dann haben wir nur noch den älteren Bruder. Jens Erner, der ist schon an der Box. Da habe ich mich verguckt. Edgar Ostermann. Aber ich denke mal, die Zeit ist auch schon vorbei. Oder? Da noch ein paar. Auswendigen Corvette. Ja, da fehlt was an der Corvette. Sie sehen, normalerweise müsste da noch ein Streifen sein. Aber so wie er noch fährt, ist es noch eine schnelle Runde. Wir sehen auch von den Zeitabständen. Das könnte noch was werden. Wenn ich das nicht erkenne, 95.000 in der Rückstand. Leider ist es nicht so gut, wie ihr es habt, Zuschauerinnen. Aber wir sehen, er fährt auch an die Boxen. Jetzt schauen wir uns mal diesen Boxeneinfahrt an. Also, boah, echt eine Tücke für sie. Vor allem, wenn man gleich den ersten Boxenplatz hat. Ja, und das war das Qualifikationstraining. Hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt sind wir im Warm-up. Also wir gehen einmal ganz schnell durch. Ich versuche mal alle Namen richtig auszusprechen. Dominic Small haben wir auf der Pole Position fürs Sprintrennen. Dann kommt der Kevin Flitsch. Auf der 3 Dennis Erner, auf der 4 Jens Pukot, auf der 5 haben wir. Auf der 5 haben wir dann den Stefan Hauenstein, auf der 6 Dennis Volker, auf der 7 Robin Frischkopf, auf der 8 Jan Waschenes, auf der 9 Edgar Ostermann, auf der 10 Jens Erner, auf der 11 haben wir Patrick Hügel. Hüglisthaler
hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf der 12 Markus Barnhold, auf der 13 Michael B. Ulrich Windmüller Müller, auf der 14 Kai Felix Lannig, auf der 15, auf der 16 haben wir den Ralf Minwegen, auf der 17 Wolfi Weißel aus Österreich. Auf der 18 haben wir Marvin Höfke, auf der 19 Gardner, auf der 20, ja. Simmer SCV heute. So, hier nehmen wir eine Startübung von Jens Buchholz. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das war eigentlich schlecht, genau an dieser Stelle zu machen, die Startübung, denn wir haben es gesehen, geht so leicht bergauf und nicht so richtig Startübung. Klar, man kann es aber, ne? Wie gesagt, wenn ihr mehr Informationen von dieser Rennserie haben wollt, www.raceday-speed-acceleration.de. Dort findet ihr alles, unter anderem auch den Live-View, wenn ihr also auch gucken wollt, ob ich euch ja was richtig erzähle. Die Berg 12 Meisterschaftsläufe. Die Saison ist so gesehen schon fast vorbei. Wir sind ja jetzt beim 9. Lauf, aber vielleicht gibt es da eine neue Saison mit dieser Mod. Dann könnt ihr so gesehen schon mal trainieren und dann seid ihr eventuell Konkurrenten von unserem Star-Moderator Jens Purkott. Oder Dennis Erna. Ja, mein Kommentator Patrick Gabe, der hat sich noch nicht eingefunden. Hat leider immer noch Internetprobleme, aber wir kriegen das auch so schon hin. Wenn ihr Fragen habt, Skype, Facebook, da stehe ich euch natürlich wieder zur Verfügung. Währenddessen versuche ich nochmal ganz schnell eine, ja, Meisterschaftswertung ranzubekommen. Also ich habe sie gleich, hoffentlich. Ich muss gerade ganz schnell suchen, bevor man das übrigens beendet. Auch nicht. Okay, da gibt es leider anscheinend keine aktuelle. Und damit sind wir ins Sprintrennen. 20 Minuten. Die Fahrzeuge haben jetzt noch 25 Sekunden Zeit aufs Grid
zu joinen. Da sehen wir sie. Unten sehen wir nochmal die Qualifikationszeiten durchlaufen. So, und los geht's in die Einführungsrunde. Sah so eben so aus, als hätte der Führende der Dominik schon mal einen Start geübt. So, dann sind wir mal gespannt. Ich muss mal ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, ob es einen stehenden oder einen fliegenden Start gibt. Wie gesagt, da kam wieder eine kurzfristige, schon wie damals vor über einem halben Jahr bei der DRM, aber... Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt nicht der Start, auch wenn Dominik teilweise so fair. Aber wenn es ein stehender Start ist, ist es natürlich vom Nachteil, denn die Bremsen und die Reifen werden wieder kühl und vor allem der Motor. So, also es nach einem stehenden Start aus, weil sonst wären die Autos noch nicht zusammen. Hier sehen wir nochmal, wie die Reifen und Bremsen in den letzten Metern auf Temperatur gebracht werden. Ja, der Dominik, der steht da jetzt und muss warten und warten, und das ist vor allem für die Bremsen echt, ja, nicht gut. Denn hier braucht man Bremstemperaturen eindeutig. Wir sehen Mazda, Race Wähler, Gunnar Sicker, Lauf 9 von 12 der Race Day speed-association.de Winter Season 2012-13 in Laguna Seca startet in diesem Augenblick. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es alles so glimpflich dann läuft. Und los geht's, da sehen wir einen ganz schlechten Start von Dominik. Ich sehe mir jetzt die Erstprobe, da kommt das Feld und da sieht mir stark nach. Kurz ausleihen, aber hier sehen wir zu dritt, zweit nebeneinander, aber es ist hier noch keiner verstreut. Das sieht schon mal sehr gut aus, Kameramann. Genau. Oh, gab es einen Team Rea, oder? Habe ich mich verguckt? Ja, da sind zwei rausgeflogen. Komet. So, jetzt habe ich einmal zu früh, aber da hinten kommt das Feld und jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt gehen wir mal zur Corkscrew, da sehen wir es. Und es sieht so aus, als würden alle da durchkommen, ohne einen Dreher zu fabrizieren. Ja, das sieht sehr gut aus. Also, Dennis Erner, Verlierer der Start. Verliert zwar nur eine Position, aber er hat seine Führung verloren, nämlich vor Kevin, der ist nämlich jetzt der Führende. Aber auch dahinter geht es ganz, ganz eng zur Sache. Aber das Gute dabei, es sind noch alle Fahrer unterwegs. Gehen wir mal auf die Position 10. Jens Erner, unter anderem mit Kai Felix Lannig. Und der hat so einiges gewonnen. Der hat 6 Positionen am Start gewonnen. Und Position 15 kommt jetzt schon auf die 9 vorgefahren. Verlierer Robin Frischkopf.
Der ist auf 90 und wird einer der involvierten wohl am Start. Und Fall gewesen. Oder eine Sache her, wir können ja nur nicht mehr. Steffen Hauenstein von 5 auf 3 vorgefahren. Oh, jetzt gibt's genau das, was ich meinte. Eine, ja, Massenkollision möchte ich nicht sagen, aber das ist die Stelle, wo ich sagte, da wird das Heck leicht. Und jetzt schauen wir mal, Gast und Tuschiere. Oder wer dreht sich da vorne erstmal allgemein weg? Das ist ein Anschubser. Kai Felix Lannig, der dreht sich darauf und ja, bleibt genau an einer doofen, an der dürfsten Stelle eigentlich stehen auf der Strecke. Nämlich genau auf der Ideallinie, da sehen wir bum. Also das Auto ist definitiv, ja, nicht schrottreif, aber hat schon so einiges mitgenommen. Schade, schade für den Kai Felix, guten Start gehabt. So, und jetzt sehen wir eventuell einen Führungswechsel. Da haben wir gesehen, der Kevin hat einen Fehler in der Corkscrew gemacht und der Dominik nutzt es sofort aus und jetzt gibt's anscheinend einen Tuschierer. Das schauen wir uns natürlich nochmal an im Replay. Das wird mich interessieren, ob da... Hier sehen wir den Fehler und der Dominik, der nutzt das gnadenlos aus, wir sehen. Aber gab es jetzt eine Tuschierung? Ja, es gibt eine leichte Tuschierung und das reicht schon aus, dass Kevin sich dreht. Hier sehen wir es. Und zack, ist das Auto weg. Fällt auf die 9. Position insgesamt zurück. Wir schauen uns das Ganze mal aus seiner Sicht an. Und holen dafür nochmal zurück. Also er sieht ihn aus dieser Onboard-Sicht nicht. Und jetzt gibt es den leichten Tuschierer. Und ja, dann kann er nichts mehr machen. Und steckt er ein. Nein, oh, ganz leicht. Ganz leicht, so wie das auch noch, das auch verliert einige Position, muss er auch noch wenden. Dann auch aufpassen, zurückkommen auf der Strecke. So, 5 Minuten haben wir noch. Damit Jens Rokott auf 2 vorgefahren, 5 gestartet. Wir haben schon eine Auswahl, nämlich den Wolfi. Wir da mal eben ganz schnell hin und schauen mal, was da passiert ist. Da haben wir ihn. Holen wir mal ganz schnell zurück. Das interessiert uns natürlich, warum. Ja, das sieht mir ganz, ganz komisch aus. Das ist letzte Kurve Vorstellung, Ziel ist hier zu schnell und dann ja im Kies und stellt das Auto ab. Schade, schade, aber Edgar Ostermann auf Position 4 hat jetzt in 2 Positionen gewonnen, hat also den Steffen und ja den Steffen Hauerstein und den Dennis Erner überholt. Dennis Volker auf der 3, jetzt Rokott immer noch auf der 2, Dominik Smoll auf der ersten Position, Dominik Smoll mit einem Vorsprung schon von, ja, 4 Sekunden circa. Und jetzt dreht sich Edgar Ostermann, jetzt muss er aufpassen. Oh, da geht sogar Kevin noch außerhalb. Hier auch nochmal Replay, gab es eine Fremdberührung. Nein, kommt zu weit raus und der Porsche dann von Dennis Erner hat richtig Glück, dass er da nicht noch reingefahren ist. Hey, Felix Lanning liegt jetzt auch haufenweise Position und hier sehen wir auch den Grund. In der Corkscrew. Bei Eigenverschulden und ja, zu spät gebremst und dann kommt das Heck. Jetzt macht die Position. Aber kann weiterfahren und da ist auch schon wieder ein Kies. Ja. Also das Podium aktuell Dominik Smoll, Jens Pukert, Dennis Volker.
12 Minuten und 40 sind noch zu fahren. Aber der Dennis Volker, der möchte natürlich den zweiten Platz haben. Der Teamkollege so vom Design her, von dem Dominik, also wollen hier einen Doppelsieg einfahren. Hier sehen wir blockierende Räder bei Jens Pukot, aber richtig sowas von stehenden Räder. Also in der Formel 1 wäre dieser Reifen dann eindeutig. Aber wir sind hier nicht bei der Formel 1 mit Überholhilfen. Nein, nein, nein. Wir sind hier bei der RSA GT Winter Series. Auch wieder stehender Reifen zum Teil. 5 Sekunden der Vorsprung von Dominik. Also der kann so langsam schon ja ruhig angehen. Aber wie gesagt, ein Fehler und diese 5 Sekunden. Hupsch, sind sie auch Schreck. Ja, wir sehen, wir haben ungefähr eine Verzögerung von 15 Minuten. Wenn unsere Zuschauer, die gerne mit dem Zug fahren, in 15 Minuten Verspätung eventuell, aber es macht ja nichts. Es ist Donnerstag und morgen ist ja, ja, ich sag mal, morgen früh abends um 6 ist dann auch Wochenende. Also für die, die normal arbeiten, für die, die Frühschicht haben, natürlich eher, oder für die, die Nachtschicht oder Spätschicht haben, für die ist leider später. Aber nun ja, bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich garantiert, ich verspreche es euch. Aber wir sehen die beiden. Alles super fair. Aber der Dennis, der kommt auch nicht so richtig ran, habe ich das Gefühl. Also die Abstände bleiben immer gleich. Like the Dirty Effekt muss ja auch noch bedacht werden. Aber jetzt fast nebeneinander. Durch die Corkscrew. Genau, schalte um die Kamera. Aber jetzt ist er dran, der Dennis. Also der Danny, nicht der Dennis. Hier haben wir eine gute Onboard-Kamera. Den 9 Minuten noch. Okay, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Also Dominik würde auch nur noch den Zusatzpunkt für die letzte Rennrunde bekommen. Felix Lannig jetzt auf die letzte Position zurückgefallen, auf die 18. Also da muss es denn doch auch Größeres geben. Und er ist da sogar ausgefallen. Da haben wir ihn. Oh, das sah mir nach einem Einschlag aus. Ja, da wollte nichts mehr irgendwie am Lenkrad bei ihm. Dann gab's Kollision mit der Wand. Doch, jetzt sind wir wieder auch noch beim Porsche. Also die Zeit läuft gegen Jens Erna und für Jens Pukot.
Aber wir sehen, die Abstände, die werden leicht größer. Wir sehen es auch am Abstand. Also kann sich da der Jens Puffert jetzt den lösen? Wir schalten mal zum Mittelfeld, denn da gibt es einen Dreikampf. Hier haben wir es. Ich bin Ulrich Windmüller, Michael Beetz, den Markus Warnholz. Jetzt gehen wir nochmal on board. Wir sind hier richtig eng beisammen. Ich merke, ich bin noch müde. Ah! Da muss ich gucken. Jetzt sind wir wieder live. Das war jetzt mein Fehler, Entschuldigung. Und da sieht es nämlich doch spannender aus. Drei sind eventuell. Ansonsten erste Kurve nebeneinander. Jetzt, wer kann eher rausbeschleunigen? Aber beide immer noch nebeneinander. Also das kann jetzt echt was werden. Aber es bleibt unfair. Verliert zwei Positionen, wenn ich das richtig sehe, oder macht er ja? War der Jan? So, jetzt ist es hier Viererkampf. Wir sind noch 5 Minuten und 10, 9, 8 Sekunden gefahren. Also das ist und bleibt weiterhin spannend hier. Der erste Martin klopft einmal ganz, ganz gut. Ist zwar eine Möglichkeit, aber da wird manchmal zu unfair ein bisschen gegriffen, aber natürlich nicht hier. So, jetzt gibt es den Angriff und die Tuschierung, aber das reicht immer noch nicht. Jetzt aber, oder aufpassen, der schießt quer und verliert sogar noch eventuell die nächste Position. Der Robin. 3 Minuten 45 sind es noch. Und ja, da macht der Markus die Tür zu. So, jetzt nebeneinander. Jetzt geht doch zum Unfall. Ich hab's geahnt. Wer war das jetzt hier? Das ist der Michael B. Und
bayerischer Fahrer und hier sehen wir es, da gibt es die erste leichte Kollision und ja. Oh, dann knallen wir noch mit den anderen Ferrari und mit dem Aston zusammen. Aber das Auto ist noch fahrtüchtig. Damit sind wieder vier Fahrzeuge, die ja um den 10. Platz kämpfen. Und da verabschiedet sich der nächste. Uff, das war jetzt der Markus Barnhold, der sich da gedreht hat. Und damit sind es nur noch drei, also sie nimmt sich hier schon selber, glaube ich, das Gefühl. Und Danny Volker, da ist noch nichts passiert, kann ich euch sagen. Immer noch minimal Abstand ist er gewonnen. Wir gehen mal hin, da sind die beiden. Der Dominik Vorsprung war schon gut über 10 Sekunden. Da haben wir ihn, also gleich geht's in die letzte Rennrunde. Und damit gehen wir jetzt auch in die letzte Rennrunde. Um das mal zu verdeutlichen, was das für ein Vorsprung ist, halte ich jetzt mal ganz kurz meinen Mund. Ja, und da kommen wir schon. Fuhrkott und Volker. Das soll ich nur verdeutlichen, wie lang doch fast 10 Sekunden sein können. Und wir sind garantiert in der letzten Rennrunde jetzt. Wie gesagt, der Führende beendet das Rennen und wer alles jetzt hinter dem Führenden durch Start und Ziel kommt, ist auch abgewogen. Alle anderen müssen noch fahren, das eventuell zur Erklärung. Aber wir lassen. Ja, sieht wohl so aus, es wird da nichts mehr passieren, aber eventuell Corkscrew nochmal. Robin Frischkopf verliert ebenfalls jetzt eine Position an Michael Beetz. So, jetzt haben wir den Marvin Refke da, der lässt genau seinen Fahrzeugkollegen durch und damit gratulieren wir zum Sieg des Sprintrenns an Dominik Smoll. Herzlichen Glückwunsch. So, aber hier wird's auch nochmal spannend. Sprint auf Start und Ziel, aber es geht sich für Jens Purkott aus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auf der 3 haben wir den Danny Volker. 4 Dennis Erner. 5 Steffen Hauerstein. 6 Kevin Fisch. Außerdem Jan Fischenis. Edgar Ostermann auf der 8. Auf der 9 Patrick Glücklisthaler. 10 Jens Erner. Auf der 11 haben wir Ulrich Windmüller. 12 Michael Beetz. 13 Markus Barnhold. 14 Robin Frischkopf. 15 Michael Pregartner. 16 Ralf Minwegen. 17 Marvin Refkon ausgefallen, Kai Felix Lanning und Wolfi Banse. Hier haben wir den Drittplatzierten. Danny Volker und es geht sofort weiter mit Rennen
42 Minuten erwarten uns dort. Grafik ein. Und damit sind wir nur noch 17 Fahrer von 19, so wie es aussieht. So, jetzt sind wir im Warm-up. Also es dauert jetzt noch einen kleinen Augenblick. Das heißt, wir sind gleich wieder auf der Rennstrecke. Wenn das, dann schauen wir uns die Flyer einfach nochmal an. Wie gesagt, jetzt haben heute ein paar abgemeldet. Krankheitsbedingt, ja. In Deutschland geht jetzt so langsam die Grippewelle wieder los. Oder, wie gesagt, einige führen ihre Bräuchchen heute aus zum Valentinstag. Oder andersrum, kann ja auch sein. Ja, ansonsten würde ich gerne, wenn ich darf, ich mache es aber einfach, ein paar Sendungstipps natürlich geben. Und zwar am 23.02., also in einer Woche und zwei Tagen, haben wir das 24-Stunden-Rennen von Tirana auf win-racing.org. der International Multi League. Werden wieder um die 13. erwartet. Wird auf jeden Fall spannend, das kann ich euch garantieren. Kommentiert von Lutz Enger und denkt mal wieder meiner Wenigkeit. Also freut euch. So, auch wieder ein englisches Leben. Außerdem The Broadcast Team. Ja. Was sich dahinter versteckt, das werden wir, glaube ich, auch dann in der Live-Sendung mal auflösen. Ansonsten, in Werbung zur eigenen Sache, am 18.02. Formel 1 hier bei der Racing Speed Association. Müsste jetzt lügen, ob wir auch übertragen, aber ich sage jetzt erstmal, sie wird übertragen. Und ansonsten am Sonntag, ab 14.30 Uhr bin ich dann wieder zu hören. Bin ich bei der R-Factor mit Motorsportliga Formel 1. Saisonfinale sind wir dann da mittlerweile. Machen wir ein bisschen Vorberichterstattung, schauen kurz auf, was heißt kurz, 2 Stunden, um genau zu sein. Schauen wir auf die Saison zurück. Ich sage das ein bisschen Werbung in eigener Sache. Kommentiert mit Oliver Kroker, kennen ja einige, auch von der sim-racing.org Event Seite. Nächstes Mal vorsichtig. Und dann sind wir doch mal echt gespannt, wie das alles so wird. Also wie gesagt, gleich erwartet uns das zweite Rennen.
Ja, der Jens fragt gerade, von mir alles okay ist. Natürlich, Jens. Wir warten nur, dass das Rennen 2 startet. Also wie gesagt, gleich geht das Rennen 2 los. Darum haben wir aktuell noch den Flyer. Kann man währenddessen schon ein paar Autos fahren. Ja, wir sind so alle weitestgehend an der Box. Es fahren zwar ein paar raus, aber es geht gleich los. Aber wir gehen... geht auch jetzt wieder auf die Strecke rauf. Total hängendes Bild, ne? Das wollen wir mal eben ganz schnell ändern. Okay, das Bild verbessere ich hoffentlich gleich, wenn es denn rennen geht. Ja, ansonsten. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch so ganz schnell erzählen können. Morgen ist wieder Wochenende. Also, ab Abend, so gesehen. Und wir sind übrigens jetzt auch wieder im Rennen. Haben wir auch diese Zeit denn sinnvoll genutzt. Und indem wir die Statusstellung durchlaufen. Und ja, wir sind nur noch 17 Fahrer. Leider, leider, leider. Für das Hauptrennen. Aber das muss absolut nichts bedeuten. Denn wenn eine Rennserie 2 am Wochenende fährt, dann immer das zweite Rennen. Ja. In der WTCC würde man sagen, das Chaotische. Weil da zerstören sie ihr Auto. Weil da ist letztendlich egal. Wie die Autos dann außen, weil es eh das letzte Rennen ist an diesen Wochen für die Autos. Aber hier kann man gleich sagen, hier wird es dann spannender, denn es gibt jetzt auch einen Boxer. Selbes Prozedere wie eben gerade. Einführungsrunde, dann gibt es einen stehenden Start. Wie gesagt, selbe Prozedere wie eben gerade schon. So, und damit geht's jetzt los, Rennen 2. Und das ging relativ sehr schnell, muss man sagen. Ja. Da hat der Führende schon wieder den Start pennt. Auf gut Deutsch gesagt. Aber jetzt sind wir wieder gespannt. Kurve 1 und da ist der Kenner. Der irgendwie steht. Schaut mal hier. Toller Umblick. Alles sehr, sehr
gut aus, da hat ein Porsche gedreht, wenn das nicht mal der Danny Volker war. Ich konnte es leider nicht so schnell erkennen, weil es beim Umschalten passiert ist. So, kann man schon mal richten. Da kommt das Feld an, Richtung Cockcrew. Und das sieht ebenfalls sehr, sehr, sehr gut aus. Aber wer war der Porsche? Ich glaube, das war Danny Volker. Ich hab's mir noch fast gedacht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da wird sich einen ärgern. Das kann ich mir vorstellen. Jens Erler auf die 3 zurückgefallen. Es führt Patrick Glücklisthaler vor Edgar Ostermann. Aber jetzt macht der Edgar einen Fehler ab. Haut die Tür wieder zu. Hier Ferrari, Corvette, Corvette. Corvette. Porsche, geht da hinten. So, aber der Kevin vom Team Young Driver. Er versucht es außen herum und das klappt auch. Da sehen wir es. Ja, mit Dennis Erner im Haribo Porsche. Ja, und auf dieser Strecke, da verliert man extrem viel Speed. Am Bremsen Corkscrew, aufpassen. Das wird nichts. Ein Überholmanöver. Marvin Refke hat 3 Positionen verloren, ist es auf der 16. gefallen. Hoffentlich macht er trotzdem noch weiter. Ralf Mumwegen 2 Positionen verloren, denn die Folge hat wieder 2 gewonnen. Also das geht hier Schlag auf Schlag. 35 Minuten haben wir noch. So, und da kommt auch schon der Steffen Hauerstein. Links. Haben wir ihn manchmal gesehen. Jetzt wieder, jetzt verschwindet er wieder, aber gleich kommt er wieder mit Sicherheit an Lamborghini Montelago R-SV. Ja, hier sehen wir es, und nach vorne ist ein richtiger Kampf um die Führung, nämlich Edgar Ostermann hat sie nämlich jetzt. Aber jetzt fahren sie da zu dritt, nee, zu zweit nebeneinander. Der Kevin ist das, das ist, ja, Jens Erner, mein Gott, und der Patrick Glücklisthaler. Und dann ist Erner auch noch mit drin, das wird ja jetzt eine lustige Gruppe werden, wenn das so bleibt. Unser Schweizer Team mit Robin Frischkopf, der aktuell auf Position 11 liegt, und den Patrick Glücklisthaler. Mal mit der schnellsten Rennrunde, ich glaube so. Habe. Das ist alles ein bisschen spannender. Also wir fassen einmal ganz kurz zusammen, denn Mr. Beetz jetzt 4 Positionen verliert hat, verloren hat, so besser gesagt. Ich habe eine Kopfkuh im Verdacht, ja, das sieht mir auch stark von der Haut.
da sehen wir es. Aber jetzt darf den Erna internen Duell 4 und 5 nämlich und wir sehen leicht aus, als würde Dennis Erna diese Gruppe da aufhalten. Mit Jens Erna, Jens Kuko, Steffen Hauerstein und Jens Waschenitz. Also wie gesagt, ich habe es im Gefühl, der Jens Kuchert auch vorbei. Der ist nicht gerne, da ist der Jens Kuchert. Also er springt gerade mein Lecture nicht so klein. Ich weiß nicht warum. Aber wir sehen, wer jetzt den Fehler macht, der schon, ja, auf der Seite fällt an Platzierungen. Wenn wir da vorne jetzt die Duell sehen, ist der Patrick Blüsterner und der Kevin. Boah, die geben sich hier richtig. Machen wir das Ganze mal aus der, ja, Dachkamera an. Oh, jetzt gibt's so einen Fall! Der war böse, der Unfall. Und jetzt kommt die Corvette zurück. Eieieiei, der Steffen Hauerstein hat eine richtig gute Reaktionszeit. Eine Witze, also da gab es einen Schreckmoment für ihn. Wo haben wir ihn? Das müssen wir uns unbedingt nochmal im Replay anschauen. Da haben wir ihn. Dennis Hauerstein. Uff, der war ja gar nicht, wer war das? War das der jetzt Kuckert? Nein. Der Jens war es nicht. Der ist da. War eine Corvette, aber welche? Nein, das war ein erster Mann. Das war nämlich der Markus Warnholz, der hier eine saugute Reaktion hatte. Hier sehen wir es. Geht das Auto und guck mal eben, ja, die Zeit kann ich nicht lesen. Da hat er einen riesen Schwein gehabt. Wir schauen uns das Ganze mal in, ja, Real Life Tennis-Zeit an. Da das, also das hätte auch wirklich böse aussehen können. Wirklich böse. Aber nichts passiert, nur ich glaube, jetzt ist er auch wieder wach. Damit, ja, hat sich so einiges getan. Edgar Ostermann führt mit 3,5 Sekunden vor. Bukon auf die dritte Position entbrennt ein Kampf, nämlich der Steffen Hauerstein gegen unter anderem Patrick Kühlenisthaler. Jens Erna mischt da auch noch mit und genauso wie der Jan Barnes. Aber da hier gehen es hier richtig. Kampf um die dritte Position, oder wie man so schön im Englischen sagt, Fight for the third position. Anbremsen zum erste Kurve. Mal im Feld, ob wir ja gerade irgendwas haben, ich finde da nichts. Thank you.
Oh, ich weiß nicht, ob nur ich jetzt ein leckendes Bild habe. Nee, jetzt habe ich auch wieder ein flüssiges. Das ist immer so ein bisschen schade, wenn ich das alles ein bisschen nicht flüssig sehe, also ein bisschen ruckelig. Aber wir sehen hier einen Fünfkampf, nämlich mit unter anderem, ja, erstmal Kampf um die fünfte Position, mit unter anderem Jens Erne. Oh, hier, der Jan ist hier mit dem Dennis Erne am Kämpfen. Dann haben wir den Robin Frischhoff mit dabei und, na komm, dann müssen wir die 5 voll bekommen, der Dominik Moll. Burkhardt kann sich mittlerweile mit 1,1 Sekunden vor den Steffen Hauenstein ab. Aber wir sehen immer noch keine Veränderung, Erna, internes Duell und da hoch zu dritt fast in die Kurve hinein. Ja. Sehr schöne Kamera, also aktuell gibt es außer das nichts auf der Strecke. Der Position 5 bis. Was ist das? 19, Sicherheit. Cock Crew, 27 Minuten noch. Aber wir sehen, aktuell ist da nichts. Aber wie gesagt, das muss ja heute. Also. Aber ich sehe ein bisschen wie eng es teilweise so was geht. Müssen wir natürlich auch mal gucken, wann die ersten Boxenstops kommen. Also ich weiß es selber nicht, um ehrlich zu sein.
aber der Marvin Refka ist zum Beispiel an der Box. Also ist er ja schon wieder rausgefahren. Aber der Führer bleibt noch draußen. Also ich denke mal, bei der Halbzeit habe ich so gehört, sollen wohl die ersten reinkommen. Dann haben die jeweiligen Teampartner einen und selben Boxenstopp. Da sind wir doch echt mal gespannt. Wie das Ganze so will, dann schau ich nebenbei. Hier so ein bisschen rein. Ein bisschen ins Lifetime, aber wir sehen's. Dann ist Erna und der Patrick Fühlestaler. Die sind hier ordentlich drin. Also wir machen einmal ganz kurz die Reihenfolge. So, Rennhalbzeit ungefähr. Und zwar Edgar Ostermann führt vor Jens Fugert und der Jens ist dran. Wir sehen, obwohl 2,4 Sekunden circa sind, aber er sieht ihn. Stefan Hauenstein auf der 3, aktuell auf der 4, Dennis Erner auf der 5, haben wir Patrick Flügelisthaler, Sebastian Waschmiss auf der 7, Kevin Plitsch, auch dran denken, Michael Beetz. Auf der 8. Auf der 9 haben wir Dominik Smoll. Auf der 10 Jens Erner. Auf der 11 haben wir Robin Frischkopf. Auf der 12 den Markus Hornhold. Der Prigartner auf der 13. 14 der Ulrich Windmüller. 15 haben wir dann den. Als Münzsegen. Danny Volker auf der 16 kommt gerade aus der Box raus und Marvin Refke auf der letzten Position. Und jetzt sehen wir wieder Marvin Refke da. Die Corvette von Kevin fast abgeräumt ist. Oder abgeräumt hat. Aber es scheint nichts passiert zu sein. Aber jetzt geht die Phase der ersten Boxenstops los. Da sehen wir es. Da haben wir einen ersten Martin. Dann natürlich auch. Ich glaube nicht, dass sie die Reifen wechseln. Also das Auto ist abgebockt. Aber es dauert doch ganz schön lange, finde ich. Dann Schaden repariert, 32 Sekunden. Sind wir mal gespannt, wenn die Führenden reinkommen, wie lange die stehen, aber die fahren erstmal noch. Ersten 4, 5, 6, ja, noch. So, 20 Minuten sind's noch. Also Jens Erne hat den Robin Frischkopf und ja, der versucht da jetzt natürlich hier rankommen. Der Markus, das ist der Markus Warnholt übrigens, falls ich mich vorhin versprochen habe mit Michael und Markus. Bitte das zu entschuldigen. Aber hier, Jens Pukot und Edgar Ostermann, 1,5 Sekunden circa.
dann eventuell zum Führungswechsel kommen oder einer der beiden fährt in die Box hinein. Nein. Und Pocott bleibt auf der Strecke, genauso wie der Edgar Ostermann. Aber wir schauen mal, der ist ja noch auf der 3. Weil nämlich der Steffen Hauenstein ist einer der ersten Fünften an der Box. Und wir sehen, das Auto ist nicht aufgebockt, also tatsächlich kein Reifenwechsel. Und hier geht's schneller. 23 Sekunden, aber Fastlane. Oh, jetzt können die beiden sich aber hier so gar nicht einigen. In Sachen Fastlane und Unsafe Release und was weiß ich nicht, aber das hat jetzt eine Menge Zeit gekostet. Wir schauen uns das nochmal im Replay an. Und ja, wo soll ich denn jetzt hin? Der andere wollte einscheren, so wie es aussieht. Und ja, dann konnten die beiden sich nicht so richtig einigen, was jetzt machen. Oh, das hat Zeit gekostet, definitiv. So, jetzt sind wir live. Rein, aber so langsam auch weiß. Aber wir sehen, der Steffen Hauenstein, wo es ja eben dieses Missverständnis gab, 44 Sekunden Rückstand zur Spitze. Aber ich glaube, jetzt wäre so langsam Zeit, dass die ersten drei mal in die Box kommen. Also das wäre jetzt so der optimale Zeitpunkt. Ja, und das sehen wir auch hier im Zufall zum Beispiel. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange dauert der Service bei ihm. Aber er ist der einzige aus der Spitzengruppe, beziehungsweise der ersten, ja, sagen wir mal unser... Ach, da ist noch ein Dennis Erner mit reingekommen, so wie es aussieht. Ist er? Nein, genau, das ist der Dennis Erner. Also, ja, der... Patrick Listala kommt ebenfalls rein. 25 Sekunden dauert der Boxenstopp. Schauen wir mal beim Dennis, wie lange dieser dauert. 15 Minuten und 45 Sekunden sind noch zu fahren. Die sind auch 25. Und beim Jan, das war übrigens nicht der Patrick, Entschuldigung. Da dauert länger. 27 Sekunden. Jetzt stellt sich die große Frage, wo haben wir... Da haben wir Jens Pocott, da haben wir Marvin Refke, der ist überrundet und jetzt gibt es da die leichte Kollision. Ja, da haben wir den Steffen Hauenstein, da wo es ja eben das Missverständnis gab in der Box anscheinend. Aber so viel hat er gar nicht verloren, habe ich irgendwie, ne? Er war auch... Er hat, glaube ich, sogar jetzt eine Position gewonnen, kann das sein? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall dürfte Edgar Ostermann jetzt an der Box sein, genau. Schauen wir mal. Der Patrick kommt jetzt ebenfalls rein. Boah, hier auch wieder fast ein Missverständnis. Patrick
Ja, der Marvin hat ein paar Probleme mit seiner Corvette. Also wir haben ihn jetzt schon wieder fast in der Wand gesehen. So, der Robin Frischkopf. Der war noch nicht an der Box. Aber Ostermann, Okot, dann Hauenstein. Das sind die ersten drei nach dem Boxenstopp. Aber wie gesagt, Robin Frischkopf, der war noch nicht drin. Und wer übrigens nicht in die Box reinfährt, der muss insgesamt, ja, beziehungsweise dem wird als Strafe 45 Sekunden dazu addiert. Ja, und da kommt er jetzt auch rein. Und da sind wir mal gespannt, wie lange das dauert. Beim Boxenstopp und damit waren dann jetzt auch alle zu ihrem Boxenstopp. Also Spitze ist durch, das sehen wir, und es ist enger geworden. Also hier sehen wir es 25 Sekunden. Kommen da noch ein paar vorbei und der Robin fällt auf Position 6 müsste es sein, oder? Habe ich mich verzählt? Dann ist er der 1.16.900 und da qualmt der Motor ein bisschen beim Dennis. Muss aufpassen, nicht, dass er noch Motorschaden erlitten hat, aber schon wieder vorbei. Auf der 8. Boah. Michael Beetz ist da rausgekommen. Hier vorne, Max Moll und Jan Bonisch. Auch noch am Kämpfen. Aber ganz vorne, dann wird es spannend. Gehen wir mal dahin. Jens Foucault hat die Möglichkeit, doch eventuell das Rennen zu gewinnen, denn Edgar Ostermann hat wohl sich gerade keinen Fehler erlaubt. Das sind drei verschiedene Marken auf den ersten drei Plätzen, nämlich aktuell Corvette, Aston Martin und Lamborghini. Wie gesagt, gestern alle zu ihrem Boxenstopp. Jetzt ist er ganz dran und wollte sich innen vorbei bremsen, hat aber nicht Platz. Aber wir sehen ja jetzt ist dran. Der Stefan, ja, er schaut sich das von hinten an. Der denkt sich ja, wenn die beiden sich abschießen, dann bin ich der lachende Dritte. Hoffentlich. Er kommt noch nicht so richtig, also dann, wir sehen es eindeutig, gehen wir on board drauf, hier jetzt in der Corkscrew.
aber erst noch 9 Minuten. Und da kann noch alles passieren. Das kann ich euch versprechen. Volker hat eine Position gewonnen, ist jetzt wieder auf der 10. Position, der ja leider an einem Startunfall mitverwickelt war. Damit auf die letzte Position zurückgefallen, damit gewesen. Aber er hat sich gut vorgearbeitet auf 10 jetzt mittlerweile, kann natürlich auch mit dem Boxenstopp zusammenhängen. Also wir sehen hier bei diesem Kampf eine halbe Sekunde circa nur der Abstand und wir sehen. Die Ansicht von hinten von Edgar Ostermann. Der Abstand hier ein kleines bisschen größer, auch wenn es nur 1-2 Zehntel eventuell wird. Aber der Steffen, nein, der Dennis Ernest, auf der 3 jetzt, 4 Sekunden Abstand circa, zwischen Rokot und Erna, jetzt. Also da muss der Stefan Augenstein einen Fehler gemacht haben, den wir nicht gesehen haben oder nicht mitbekommen haben. Denn er war vorher eigentlich auf Position 3. So, 6 Minuten und 40 noch. Aber das ist zum nächsten Mal ebenfalls eine Position gewonnen. Noch. Muss Edgar durchhalten oder muss Jens noch kämpfen, damit er vorbeikommt. Schauen wir mal hier 4 und 5, da bahnt sich auch was an. Das sind Landtauer und der Kevin Flitsch. Lamborghini gegen Robertus. Bei C6, ja. Kampf um die 4. Position. Thank you.
So, der Marvin Refke wird erneut überrundet. Also damit jetzt 3 Runden Rückstand für ihn. Das ist, glaube ich, eindeutig nicht seine Strecke für Marvin. Aber da gibt es mit Sicherheit andere. Hier rum. So, jetzt gehen wir nochmal nach vorne, denn da war das Ding gerade richtig spannend. 0,2 Sekunden habe ich hier teilweise nur noch gesehen. Er ist dran auf jeden Fall und das wäre sehr viel, wenn Foucault ein Interview mit sich selbst führen wird. Die Interviews wird er jetzt Foucault nachher führen. Ich denke heute alles ein bisschen sehr kurzfristig, da der Hauptmoderator Lutz Enger ausgefallen ist. BZB liegt an. Ja, doch ausgefallen ist schon das passende Wort dafür. So, 2,5 Minuten gleich nur noch, und zwar in diesem Augenblick. Dann wissen wir, wer hier Hauptrennen gewonnen hat. Das ist Edgar Ostermann oder Jens Foucault. Jetzt wird der Jens, ja, den Gas geben. Und das tut er auch in diesem Augenblick, also MP, also Motor Mapping, vielleicht 1 oder 2 sogar erhöhen. Natürlich auch gefährlich für den Motor und natürlich für den Benzin, weil höheres Motor Mapping gleich höherer Spritverbrauch, aber auch höherer Motorverschleiß, das muss man auch beachten. Ich glaube, es wären noch 2 Runden. Letzte Runde. Ja, auf 1,18. Und wir werden definitiv noch 2 Runden erleben. Oder? Boah, das wird knapp. Das wird knapp, als entweder ist das jetzt die letzte, wenn sie sich ein bisschen Zeit lassen, so 1-2 Sekunden. Letzte Runde. Und gleich eine Zeit. Dauert leider ein bisschen. Letzte Runde war eine 1,18. Also es könnte eventuell um eine Sekunde ausgehen. Wie gesagt, der Führende beendet auch hier wieder das Rennen, alle die dahinter sind. Darum ist es jetzt extrem wichtig, was der Edgar macht. Wartet er irgendwie eine Sekunde? Timet es so aus? Jetzt auf dieser Strecke. Viel ist ja nicht mehr. Die irgendwie runterlaufende Zeit. Das ist ungefähr die Zeit, die man noch braucht von da aus. Dominik Smoll gewinnt noch eine Position. An den Robin Frischkopf. So, jetzt ist aber spannend. Noch 10 Sekunden. Werden wir noch eine Runde erleben oder nicht? Ich würde jetzt mal sagen, dass wir doch eine Runde erleben. In der letzten Sekunde sind sie über Start und Ziel gefahren. Also Jens, jetzt heißt es nochmal wirklich alles geben. Das war echt gut geteilt vom Edgar. Jetzt ist auch noch eine Runde, der kann jetzt natürlich den als
Das soll nur so sein, aber ich denke mal, der wird sich da nicht mehr einmischen. Ich glaube, da kommt er auch gar nicht mehr. Also sie laufen vorbei. Nee, also der Fahrer muss auf jeden Fall noch eine Runde fahren, aber wir gratulieren jetzt erstmal Edgar Ostermann zum Sieg und den zweiten Platz für Jens Pokort. Herzlichen Glückwunsch. Auf der 3 Dennis Erner, auf der 4 haben wir den Kevin Flitsch. Und der ist sogar noch vorbeigegangen an Frauenstein, das haben wir ja vollkommen verpasst. Bin beim nächsten Mal sogar noch auf die 6 vorgefahren. Jan Waschenes auf der 7 hat uns noch nicht ausgekäst hier. Das ist noch nicht ausgekäst. Ja doch, hier. Auf der 8 haben wir dann Robin Frischkopf. Auf der 9 Michael Beetz. Auf der 10 haben wir Danny Volker. Also der ist dann wieder auf die 10 zurückgefallen. War ja mal kurzzeitig auch auf 9 und 8. Auf der 11 haben wir Patrick Bügelisthaler, auf der 12 Markus Warnholz, 13 Jens Erner, 14 Michael Pregartner, 15 Ulrich Windmüller, 16 Ralf Windwegen und 17 Darfbot und die Marvin Refke. So. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf unseren Star-Moderator, nämlich Jens Pokort, der das Interview machen wird. Ansonsten bedanke ich mich schon mal von meiner Seite aus, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Wie gesagt, wer mich nochmal hören möchte, diesen Sonntag ab 14:30 circa bei Simrace TV. Und ja, ansonsten, wenn am 23.02. zum 24-Stunden-Rennen der Tunnel dann wieder mit Lutz Enger, wenn er dann bis dahin wieder gut genesen ist, aber gut bedient mit den Rennen ist Jens Pokort und damit verabschiede ich mich. Jens, danke. Christoph, wir haben zu danken. Vielen, vielen Dank, dass du so extrem kurzfristig hier eingesprungen bist. Genial. Hallo. Kein Problem, dafür bin ich ja bekannt. Also, von meiner Seite war's. Ich wünsche euch morgen noch einen schönen Arbeitstag, wenn ihr arbeiten müsst, wenn ihr Schule habt, viel Spaß beim Lernen und wenn ihr Urlaub habt, genießt den Urlaub. Also tschüss und bye-bye von meiner Seite aus. Bitte Jens. Ciao Christoph. Damit übernehme ich dann mal an der Stelle. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Rennen dann waren im Stream. Also ich bin nass geschwitzt. Man hat es vielleicht gesehen, wir werden es sehen. Kommen wir mal zu den Rennen. Erster Lauf, dritter Platz. Danny, war das, was du dir erwartet hast, oder war da jemand ganz breit vor dir? Erwartet habe ich Platz 8 bis 10, also von daher bin ich wirklich happy. Ich habe einfach profitiert von den Gerangel und Gehuppel da vor mir. Dass es den Dennis da weggehauen hat, war natürlich super Glück, dass wir beide da vorbeigekommen sind, also du und ich. Ja. Der Rest war einfach, es hätte auch P2 werden können, wir waren gleich schnell. Ich habe nichts Großartiges versucht. Mega happy, gerade fürs Team, sehr geile Punkte geholt heute. Ja, ohne Frage, also da kann ich ja auch direkt mal drauf eingehen, war ja da irgendwie beteiligt, auch als Zweiter. Das war schon echt genial, also sicherlich haben wir profitiert. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Rolle beim Podest spielen kann, aber auf einmal stehe ich auf Platz 4 nach dem Qualifying mit meiner persönlich besten Runde, endlich mal wieder im Qualifying gefahren. Und schwupp, einmal bin ich Zweiter. Na, Dom, konkurrenzlos und mit dir im Nacken, oh, da weiß ich mir ja nie, ne? Ist ja kein Langsamer. Also, hat riesig Spaß gemacht. Vor allem, weil man sich darauf verlassen kann, dass da eben nichts Dummes passiert. Also, ich kann mich wirklich auch nur bedanken für das tolle Rennen, Danny. Das gebe ich gern zurück. Ich fahre immer wieder gerne gegen dich. Eben genau, du hast es schon gesagt, weil man sich darauf verlassen kann, dass kein Scheiß passiert. Und das finde ich, das macht so einen Abend erst richtig geil. Und dann ist die Position relativ wumpe, wenn man sowas erleben darf. Vielen, vielen Dank zurück. Wunderbar. Dominik, langweilig? Nein. Also ich musste schon zusehen, dass ich am Schluss meine Karre auf der Strecke halte.
Hab auch profitiert davon, dass ihr beiden euch natürlich da ein bisschen gerangelt habt und so konnte ich da vorne relativ ruhig meine Runden drehen, ja. Wie bist du eigentlich nach vorne gekommen? Ich habe nur mitbekommen, also den Start hast du mal erfahrungsgemäß oder gewohnheitsgemäß ja mittlerweile versemmelt, kann das sein? Na, versemmelt, also ich bin happy, ich habe nur eine Position verloren. Oh, war das ja ein Blitzstart für dich, super. Ach stimmt, du hattest dann irgendwie das Techtelmechtel mit dem Kevin, den habe ich dann irgendwann mal im Dreck stehen sehen. Genau, wir waren nach dem Korkenzieher nebeneinander und dann ja, ist er in mich rein oder ich in ihn rein, also beide gleiche Höhe und er hat sich leider gedreht dann, ja. Ja, sehr, sehr schade. Ja, zweiter Lauf. Also, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer hinter mir ins Ziel gekommen ist. Ich war so auf vorne fixiert, aber ich sehe den Dennis hier mit dem Interview. Ja, Dennis, jawohl. Dann warst du das wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch, ja. Platz 3. Ja, danke schön. Wahrscheinlich nicht zufrieden, oder? Ja, nicht so wirklich. Also die Speed war eigentlich sauschnell hier in Laguna, aber leider Gottes hat sich der Kevin vor mir gedreht und ich bin mal wieder in den Reihen. So war ich dann von P3 auf 10 und habe mich dann ja mit dicken Hals noch zurück auf Platz 3 gekämpft. Das ist natürlich dann auch ein langer Weg, also nicht schlecht. Ja, mit einem ziemlich demolierten Auto. Schön. Kommen wir mal wieder zu Platz 2. Ah, das bin ja schon wieder ich. Nochmal überrascht. Also, wie gesagt, von 9 losgefahren. Wir hatten das bei einem Testrennen, da ist der Arne 20 Minuten da vorne gefahren und hat das Feld zusammengehalten und überholen war fast gar nicht möglich. Ich habe natürlich auch diesmal profitiert. Der Kevin hatte wohl einen kleinen Fehler und war dann direkt vor Dennis, kann das sein? Ja, ne? Da hat er einmal kurz gewackelt und hat euch beide abgeräumt und dann konnte ich da auch wunderbar von profitieren, war dann Zweiter. Ja, und Edgar. Also immer wieder Edgar. Vor den Boxenstopps habe ich den Rückstand, glaube ich, innerhalb von 10 Runden von 3 Sekunden auf 2,6 Sekunden verringert, um dann nach dem Boxenstopp wieder 1,5 Sekunden hinter ihm zu sein. Und ja, die letzten, ich weiß nicht, wie viele Runden waren es, Edgar? 10, 15, 12, ich weiß es nicht. Ich bin klatschnass, das hat riesig Spaß gemacht. Ja, damit schwenke ich direkt rüber zu dir, einen eleganten Übergang. Danke für das tolle Rennen, Edgar. Danke auch. Also es war, glaube ich, im zweiten Lauf sehr fair auch von dir. Du hast nicht probiert, irgendwo zu überholen, wo es vielleicht gegangen wäre unter Umständen. Aber meine Linie war eben weit ausholen. Und du hast das nicht gemacht, also es war ein sehr faires Rennen. Nur mit dem Inkaufnehmen einer deutlichen Berührung möglich gewesen und ich hätte es vielleicht in der letzten Kurve probiert, aber da war ich 30 Meter hinter dir und Harakiri muss ich nicht machen. Nee, es war nach den Überholmanöver von Patrick, dachte ich mir, hoffentlich hält er die Leute noch ein bisschen auf, da ich wusste, ich hatte nicht das schnellste Rennen hier, also die schnellste Strecke von meiner Seite her gesehen hier. Und da habe ich nur gekauft, Patrick, halt sie auf, halt sie auf, halt sie auf. Der hat mir ungefähr 3 Sekunden als Vorsprung gegeben. Und nach dem Boxenstopp habe ich vergeblich den Geschwindigkeitsbegrenzer, also den Ausschalter gesucht. Und da habe ich sicher 1,5, 2 Sekunden verloren. Aber okay, im Endeffekt Platz 1 und das ist entscheidend. Und vor allem immer im Rücken den Jens. Das war nicht angenehm, aber trotzdem im Endeffekt toll, dass ich gewonnen habe. Freut mich sehr. Schön, also mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Und ja, wo geht's weiter? Kann jetzt mal kurz einer übernehmen, weil ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier überhaupt wieder auf den Server komme, damit wir hier gleich mal San Luis abschalten. San Luis, ganz genau. Ja, erzählt mal was, los. Uff, ja, San Luis ist eine ziemlich lange Strecke mit vielen schnellen Passagen, aber auch, glaube ich, zum Schluss hin relativ langsam. Oh. Ja, für mich eine völlig neue Strecke und bin schon gespannt. Für mich auch, ja. Anschließend, das sind alles neue Strecken für mich. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe ja 3 Strecken oder 4 Strecken, glaube ich, vorgegeben. San Luis gehörte dazu, auch weil die GTs da in Real gefahren sind. Ich bin die Strecke auch noch nie gefahren. Ich habe sie mir nur auf YouTube angeschaut und fand die riesig interessant. Lang, also ich glaube Rundenzeiten 4-5 Minuten. Muss man also eine Menge lernen. Ich denke, das wird mal ganz was anderes. Also ich freue mich drauf.
Damit würde ich jetzt die Übertragung für heute hier mal beenden. Nochmal, auch wenn er nicht mehr da ist, ein Riesendank an den Christoph und auch auf diesem Wege gute Besserung für den Lutz. Sieh zu, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Und auch trotzdem noch danke für dieses spontane hier umdisponieren, hast uns da noch toll geholfen. Hat Spaß gemacht und ja, wir sehen uns in 2 Wochen in San Luis. Tschüss. Ciao.